So, dann herzlich willkommen zur Abschlussrunde. Was hatten wir denn dieses Mal? Womit fangen wir denn an? Ist André noch da? Landcover Lentius? Ah, super. Ja, mal ein bisschen auf Zettelchen gucken. Morgen. Genau, also ich habe kurz eben die Kernpunkte meiner Masterarbeit da vorgestellt. Es wurde recht positiv kommentiert, sage ich mal. Es wäre eine recht umfassende Änderung, die damit einhergehen würde. Das wird also noch eine Weile dauern und werde es versuchen, noch ein bisschen publik zu machen in den diversen Foren, die damit befasst sind. Ich freue mich da also auf weiteres Feedback. Ganz besonders wurde hervorgehoben, dass es das System, was ich mir da einfallen lassen, bietet die Möglichkeit, eben in verschiedenen Detailstufen zu arbeiten und was also plus ein Thema Qualitätssicherung wäre. Und das ist ja im Sinne aller, die jetzt damit arbeiten. Genau, mal sehen, also was da jetzt in der so mittelfristig daraus wird. Also so viel mehr. Es war nicht so reich besucht. Genau, so viel dazu erstmal. Ja, wir haben über die Organized Editing Policy gesprochen, beziehungsweise wir werden sie dann noch umbenennen in einen etwas freundlicheren Ton. Im Groben und Ganzen hat der Text schon gefallen und die Ideen, die da drin enthalten waren, es sind eher so die Absätze zur Motivation der Richtlinie, die werden wir noch etwas umformulieren und erweitern. Ja, beim ÖPNV-Mapping kann man eigentlich sagen, dass wir viel geredet haben und kein Ergebnis bekommen haben. Haben halt hauptsächlich darüber diskutiert, in welchem Umfang man ÖPNV-Linien erfassen sollte. Und da reichen halt die Vorstellungen von jede Variante erfassen mit Einrückefahrten und der Häufigkeit und in welchem Zeitraum die fahren, bis hin zu, man lässt es halt komplett sein. Und ja, einen richtigen Konsens haben wir da jetzt eigentlich noch nicht wirklich gefunden. Wo findet man die Ergebnisse? Es gibt keine, okay. Dann hat mir was zum Routing. Kannst du mal den wichtigsten Punkt zusammenfassen? Daniel wird Fußgänger. Hi. Ja, wir haben uns die Problematik mit Area Routing angeschaut. Und Area Routing. Area Routing angeschaut. Und haben uns dann die Debugmap noch angeschaut, haben uns kurz angeschaut, wie wir Höhendaten in die Routing Engine bekommen für Passau. Wie der Stand jetzt war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren so ein bisschen noch beim SRTM-Daten runterladen. Ja, genau. Was haben wir noch gemacht? Wir haben doch die Profile mal kurz geschaut. Wegen den ganzen Tags, wie diesen Ferry gleich Primary, Secondary Tags, die noch rein müssten. Und wir haben uns, was war das andere noch, angeschaut, wie wir nicht durch Zoos und Vergnügungsparks routen, wie wir es verhindern können. Ja. Ja, 3D-Rendering, wir haben einfach das Thema mal quer durchgesprochen. Da gibt es das Problem, dass es, wie man die Texte, die überhaupt da sind, interpretiert. Es sind ja gar nicht so viele Daten da. Es ist auch die Frage, wie viel 3D braucht OSM, ob nicht irgendwann mal Schluss sein muss und man dann eben mit anderen Datenbanken und 3D-Modellen arbeiten sollte. Ist ein bisschen die Frage, ob man zusammenarbeiten kann mehr, weil das Thema doch sehr Ciao. Es ist ohnehin ein dünnes Thema, wo sie nur ein paar Leute mitkämpfen. Aber es gibt halt verschiedene Datenformate und so eine Tendenz ist momentan, dass man eigentlich mal so ein Vektorteil-Konzept bräuchte, dass man Vektorteils bereitstellen kann, womit dann die Renderer auch schneller arbeiten können. Dass mich da vielleicht irgendwie in bestimmte Richtungen mal versucht zu einigen. Das sind aber auch wieder spezialisierte
wo dann auch entsprechend genug Daten, wo alle Daten drin sind, je nach Zoom-Stufe und vielleicht in verschiedenen Packen einzeln verpackt, dass man sagt, ich habe eine Low-Level-Teil, wo nicht alles drin ist und wenn der Anwender mehr einschalten will, dann muss eben noch ein Schluck nachgeladen werden, damit auch die letzten Hydranten noch auftauchen. Katja, magst du noch? Ja, also vielleicht kann ich dazu was sagen. Der Paulmann hat uns da sehr gut eingeführt und wir haben das Donauufer noch ein bisschen perfektioniert und getaggt, was wir da gestern per Papier gefunden haben. Wir haben sogar einen neuen Tag erfunden für Poller. Also am Hafen waren so Bootsanleger-Poller, für die es scheinbar noch keinen Tag gab, so wie wir recherchiert hatten. Und da haben wir uns was Schickes einfallen lassen. Ja, das war's. War noch irgendjemand in der Satellitendaten-Session von Christoph? Ja. Also wir waren auch, ich glaube, zu viert. Und der Christoph hat einfach so ein bisschen gezeigt, wie man, also erstmal diese Hauptquellen bei der ESA und bei der NASA von den Sentinel-Satelliten, was es da gibt, wie man das runterlädt, wie man das entpackt, was die einzelnen Layer sind, weil da irgendwie jede Farbe einzeln kommt und so, wie man das dann in Kugis reinkriegt und sich anschauen kann. Und ja, ich fand es ganz interessant. Also besonders auch, wie aktuelle Daten man da findet bei Sentinel. Also irgendwie, der fliegt alle 3 Wochen über mein Haus und ich sehe da wirklich ziemlich aktuelle Bilder. Jetzt zwar nur in 10 Meter Auflösung, aber immerhin. Okay,